Wir haben große Schätze geraubt und sind gerade eben auf dem Heimweg, als wir liegen geblieben sind. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Mitbanditen hier in Crusader Kings 3. Wir sind immer noch auf unserer Straße zur Macht, Roads to Power. Und ja, Schlucht, höre ich Amalrich in Panik ausrufen. Kurz daraufhin vernehme ich ein lautes Knacken, als würde Holz brechen oder meinen Geduldsfaden endlich reißen. Ich trete aus dem Wagen heraus und sehe die zersplitterten Überreste eines Wagenrades. Meines Wagenrades. Es tut mir leid, Herr. Ich war an der Reihe, die Wache zu übernehmen. Ich bin am Zügel eingeschlafen. Wer hat diesen alten Tattergreis, der eigentlich nur mein Arzt sein sollte? Also für sein Alter kann der verdammt gut kämpfen. Egal, wir werden länger brauchen, befürchte ich. Ja gut, dann ist es halt so. Dann hängen wir jetzt halt eine Weile hier rum, aber es wird nicht allzu lange dauern. So, wir sind zurück in unserem Lager. Und daher wir jetzt in unserem Lager sind, können wir tatsächlich anfangen, darüber nachzudenken, wie ihr seht, hier ein paar Dinge zu verbessern. Das würde ja auch die Anzahl meines Kriegsvolkes verbessern, aber eigentlich ist es nicht das, was wir unbedingt brauchen. Reisesicherheit würde dadurch nochmal ein bisschen gesteigert werden. Wir werden dafür jetzt auf jeden Fall Geld einsetzen. Jawohl, wir verbessern unseren Pavillon und das lodernde Lagerfeuer ist momentan noch nicht möglich. Aber ich kann hier, wie ihr sehen könnt, vielleicht noch einen Trostmusikanten oder einen Trostmusikanten mit reinnehmen. Einen Wanderdichter, einen herumtollenden Narren. Umtrunk für die Verlorenen. Oh, das würde mir Frömmigkeit bringen, aber ich würde gerne irgendetwas machen, was mir vielleicht Prestige bringt. Rittereffektivität pro Diplomatiewert. Rittereffektivität pro Ränkespielwert für einen Wanderdichter. Mal überlegen, was haben wir noch? Örtliches Trossvolk. Monatliche Erfahrung. Aber ich brauche den Pavillon erst. Aber es ist interessant. Hochgesteckte Ziele. Abendliche Debatten. Pikante Gerüchte, genau. Ja, nicht Gerüche, sondern Belohnungen für die Strafverträge. Ganz im Ernst, das sollten wir auf jeden Fall da reinmachen. Wir werden die Gerüchte nehmen. Aber vorher... Ach nee, wir bauen, glaube ich, gerade schon was. Ja, das heißt also, wir können gerade eben mit dem aktuellen Geld nicht so viel machen, außer eine neue Aufgabe angehen. Jetzt ist die Frage, wo haben wir noch einen Strafvertrag, den wir theoretisch angehen könnten? Ich würde fast sagen, wir gehen erstmal kurz hier nochmal in die Burg. Und in der Burg finden wir vielleicht eine neue Aufgabe. Ja. Was ist eigentlich das hier nochmal? Das Erbe ausschlagen. Ich erhalte die Eigenschaft Herumtreiber. Stimmt, ich bin ja immer noch so eine Art Adeliger. Ja, aber ich will ja schließlich, also ich will ja schon eine eigene Dynastie aufbauen. Handlanger demütigen? Ihr haltet etwas Schrecken und ihr verliert Anspannung. Ich glaube nicht, dass das denen gefallen wird. Ne, wir besuchen die Burg mal wieder. So, dieses Mal ist der Amalrich mit dabei. Okay, wir sind hier immer noch in Augsburg. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen als allererstes wieder in die Taverne. In der Taverne, in der sich die Reisenden und die Schwaben Einheimischen gleichermaßen treffen, herrscht mal wieder reger Betrieb und wir versuchen erstmal wieder zu einem Geschichtenerzähler zu gehen. Ich habe das Gefühl, ich kenne die Dame. Die sehen irgendwie alle gleich aus. Und dann war der geknetete Ton mit Haut bedeckt und gefüllt mit Blut und Tore nannte ihn Baazi. Wow, ich bin äußerst beeindruckt. Ich kann Hastiludius Erfahrung bekommen. Wisst ihr, dann würde ich halt, also ich kann ja auch mehr Kampfgeschick brauchen, sind wir mal ehrlich. Ich kann das definitiv gebrauchen. Ja komm, wir machen das mal, wir geben mal das Geld dafür aus. So, jetzt bin ich Hastiludius geworden. Scharfsinn. Oh, Scharfsinn ist gut. Okay, während die Einzelheiten der Geschichte von Ursula noch in meinem Kopf nachhallen, gehe ich zurück in den Gemeinschaftsraum, wo es deutlich lauter ist. Im hinteren Teil des Raumes ist ein Adliger damit beschäftigt, mit einem Bauern zu plaudern. Ja, gehen wir mal da hinten hin. Hier könnten wir jetzt wieder Leute anheuern.
Gott, die Ida, wie die guckt. Ich trete an die Gruppe geschäftiger Schwaben heran, erhebe die Stimme und spreche sie natürlich unverwandt an. Da wäre Ida, die Wunschlose, Berard, der Prüde und Dietmar, der Zaghafte. Die ist sicherlich aus dem Hause Bufo entlaufen. Alter, okay. Die Ida wird... Gott, die sind alle so teuer. Das kann man sich halt einfach nicht leisten. Dann haben wir noch den Berard von Tübingen. Ja, der ist wirklich sehr, sehr keusch, so wie es aussieht. Und als letztes gäbe es dann hier noch den Tietmar. Nee, der hat nicht mal einen extra Namen. Ich interessiere mich nicht für diese Leute. Also, wir gehen wieder und gucken mal, dass wir noch was anderes unternehmen, weil auf der Burg brauchen wir, glaube ich, auch nicht wirklich was machen. So, ich entferne mich vom Eingang der Ortschaft und gehe den schmalen Pfad entlang vorbei an einigen heruntergekommenen Behausungen auf eine angrenzende Fläche. Vor mir liegt der Weg zu den Provianthändlern und den Artefaktverkäufern. Oh, wir gehen zum Artefaktverkäufer. Vielleicht kann ich dieses Drecksartefakt verkaufen. Die Gasse ist voll von Verkaufsstätten und ich remple versehentlich jemanden von hinten an, als der Artefakthändler Alarich sich zu mir umdreht. Er bemerkt in meinem Inventar und beugt sich vor, um es genauer zu untersuchen, dieses komische Stück Glas. Er klopft sanft auf die Oberfläche eines Artefakts, also unseres Buntglasscherbenteils, ehe er den Kopf neigt, als lausche er auf etwas, was anscheinend... Er nickt anschließend. Ja, ich wäre bereit, mich dafür zu trennen für 13 Gold. Oder aber wir können versuchen... Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das raushandeln können, ist sehr gering. Unser Verwalter... Nee, ich nehme die 13. Ich nehme die 13. So gierig sind wir nicht. Alarich schaut mich erwartungsvoll an, scheinbar zufrieden mit meiner Entscheidung. Von welchem Gegenstand würdet ihr euch gerne trennen? Ja, von dem Teil natürlich. Okay. Dann gehen wir mal wieder zum Marktschreier. Der Marktschreier freut sich sichtlich, als ich mich nähere und plaudert unablässig von den Verträgen, die von ansässigen Adligen ausgeschrieben wurden. Sie sind noch immer begierig und freundlich von... Also, sie wird noch immer begleitet von der freundlich weißbraunen, gräulichen alten Katze. Was haben die immer mit dieser Katze? Die mich mit klaren blauen Augen ansieht, während ich den dargebotenen Neuigkeiten aufmerksam lausche. Gebildete Hüter gesucht für gelehrte Tätigkeiten, fähige Mitarbeiter gesucht für heikle Angelegenheiten, erfahrene Abenteurer für Begleitaufgaben gesucht. Beförderungsauftrag, Ränkespielauftrag, Bildungsauftrag. Ränkespielverträge. Nein, interessieren uns gerade eben noch nicht so wirklich. Proviant, gehen wir mal zu den Händlern. Von Zwiebeln bis zu Stoffen, von Brennholz bis zu Nägern. Händler Walter hat wirklich alles. Der Stand ist randvoll mit allem, was man für eine Nacht in der Wildnis brauchen könnte. Ich gehe etwas näher, um ihn auf mich aufmerksam zu machen. Er strahlt, als er mich mit einem freundlichen Lächeln ansieht. Was braucht ihr denn? Hier Nahrung kaufen. Ich könnte versuchen, ihn wieder zu bestehlen. Schade, dass man dafür nicht irgendwelche Dingenspunkte bekommt. Egal, wir versuchen es. Wir wurden dabei erwischt. In der anderen Hälfte ist... Ja, das war's. Okay, dann gehen wir mal. Also, es hat nicht geklappt, ihn auszurauben. Dann sind wir jetzt erstmal hier wieder fertig in der Festung. Und ich muss mal gerade eben mal gucken, ob es hier irgendwo in der Nähe Aufgaben gibt. Hier gibt es Mietmuskeln. Steuer eintreiben, Abschrift. Fraktion unterstützen, einen schönen Untertanen retten. Was müssen wir denn hier für die Mietmuskeln machen? Sold klingen von gutem Rufe. Okay, wir können also 81 Gold machen und bei einem außerordentlichen Erfolg sogar noch mehr. Der Fürstbischof von Passau sucht dringend verschwiegene Söldner für einen kurzen Einsatz. Er wird eine stattliche Belohnung für schnelle, saubere Arbeit bieten. Ja, wir haben ja gerade nichts anderes hier, ne? Wobei, wir könnten unser Lager dafür halt auch verlegen.
Ich würde mal sagen, wir verlegen unser Lager mal jetzt nicht unbedingt nach Regensburg. Aber wie wäre es, wenn wir unser Lager hierhin verlegen? Ja, komm, das machen wir. Und unterwegs suchen wir nach Geheimnissen. Ja, das wird uns einiges an Nahrung natürlich kosten, aber irgendwas ist ja immer. Irgendwie finden wir unterwegs gerade gar nichts. Ah doch, eine gewöhnliche Delikatesse. Auf unserem Wege durch Iphofen stolpern wir zufällig auf einen einheimischen Markt. Überall drängen sich Bauern und Adlige. Jede Kultur und Sprache um die exotischen Essensstände und die Luft ist von Düften erfüllt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Meine Nase wird von einem schlicht wirkenden Stand angezogen, an dem ein Gericht präsentiert wird, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Doch ich werde von Amalrich aus meinem Traume gerissen. Ha! Dieser Bauernfraß ist eures Gaubens doch nicht würdig. Wir haben zu Hause viel feinere Speisen. Ja, aber wir haben eine gewisse Chance, eine gute Mahlzeit zu bekommen. Aber wir haben auch die gewisse Chance, dass es ganz, ganz schrecklich wird. Ach, das wird bestimmt lecker. Das Essen war fantastisch. Ich höre nie wieder auf Amalrich. Der hat doch keine Ahnung. Ich höre natürlich nicht auf meinen Arzt. Wo kommen wir denn da hin? Oh, hier gibt es tatsächlich Dinge, die wir tun können. Eine Feindesentführung, ein Schatzkammerraub oder eine Ermordung. Wir werden mal wieder eine Entführung versuchen. Entschlossene Bändiger störender Tiere. Von Graf Konrad ausgerichtet. Der Graf von Erbach sucht verschwiegene geschickte Jäger, um ungewöhnliche Beute zu machen und lebend abzuliefern. Ja, dann gehen wir da doch mal hin, Freunde. Das wird unsere neue Aufgabe sein. Und ich muss demnächst mal wieder Nahrung sammeln. Oh, unzulängliche Kost. Der Gunzelin ist für unseren Proviant zuständig und verlegen, dass unsere Vorräte aufgrund schlechter Lagerung nahezu alle unbrauchbar geworden sind. Was? Bitte nicht. Schimmelflecken bedecken das Brot und die Lebensmittel und wir alle haben die restlichen trockenen Dinge rasch aufgebraucht. Als die Dämmerung einsetzt, kommt der Hunger über die Gruppe. Es ist nur ein bisschen Schimmel. Die Natur wird uns versorgen. 95% Chance, dass nichts passiert. 2% Chance, dass wir Nahrungsvorräte verlieren. Und 2% Chance, dass wir sogar sterben. Weiß ich nicht, ob ich bereit bin zu sterben. Ach, das bisschen Schimmel ist doch kein Problem. Ist auch wirklich kein Problem, zum Glück. Also, feindliche Erwerbungen. Wir werden es dieses Mal wieder mal mit der Geschwindigkeit versuchen. Die Komplottphasenlänge. So, und dann gucken wir mal, wen wir es hier reinmachen. Also 23, 19, okay. 24... 22. Also du kommst auf jeden Fall schon mal da rein. Du kommst auf jeden Fall schon mal da rein. Du kommst auf jeden Fall schon mal da rein. Hier haben wir eine 9 und hier haben wir eine 13. Dann kommst du da rein. Und du gehst da rein. Das wird wohl nur auf eine 52% Chance hinauslaufen aktuell. Ey, ganz im Ernst, wir sollten wirklich auf die Chance gehen. Also die Chancen verbessern, ne? Also wir kommen jetzt hier zwar sehr, sehr schnell durch, wie ihr hier sehen könnt. Aber... was ist da gerade passiert? What happened? Das liegt an der Belagerung, oder? Ich glaube, es liegt an der Belagerung. Muss mal ganz dringend meine Handlanger demütigen für diesen Quatsch, der da gerade passiert ist. So. So. Wir haben den Gunzelin jetzt hier gerade eben gedemütigt. Dafür, dass er uns dahin geschickt hat. Das war ja mal total schlecht. Dafür muss jemand sterben. So. Wir versuchen jetzt hier für den Fürstbischof Ulrich jemanden umzubringen. Ach, den Speiertypen, den kennen wir doch schon. Der Fürstbischof von Speyer bietet allen Helfern von untadeligem Charakter und nachweisbarer Erfahrung für heikle, anspruchsvolle Arbeit eine großzügige Belohnung. Dann reisen wir jetzt da mal hin.
Wir haben übrigens eine sehr, sehr riskante Situation hier unterwegs. Kann also sehr gefährlich werden. Der ausgetretene Pfad. Mein Tross ist nur einen Steinwurf von Moosbach zum Stillstand gekommen. Ich sehe, dass mein Ritter Wolfgang abgestiegen ist und eindringlich etwas auf dem Boden anstarrt. Die anderen Mitglieder des Gefolges haben sich ebenfalls um ihn herum versammelt. Wolfgang blickt auf, als ich mich nähere. Herr, hier gibt es eine Ameisenstraße. Ich bin vielleicht ein bisschen abergläubisch, doch man sollte niemals eine Ameisenstraße kreuzen. Er hält inne. Mein Urgroßvater tat dies einst und ist nie wieder nach Hause zurückgekehrt. Heutzutage nennt man das Zigaretten kaufen holen. Ja, also ich bin der Meinung, dass es ja Unfug ist. Cool, wir haben uns verlaufen. Wir haben überhaupt kein Prestige mehr. Ich liebe alles daran. Ja, das ist gut so. Die Reise durch die manchmal raue Umgebung hat zumindest eine belebende Wirkung auf meinen Geisteszustand und meine Tatkraft. Als ich zu Zemach hinüberschaue, scheint es ihm jedoch nicht ganz so gut zu gehen. Er bewegt sich schleppend und atmet schwer. Und jähe Hustenanfälle schütteln ihn. Na toll, der ist krank. Ja, ich würde mal sagen, dass der Amarich sich mal um ihn kümmern könnte, oder? Ja, kümmere dich mal um ihn. Verflixt noch eins. So, wir sind angekommen. Also, die Quadratur des Kreises. Wir müssen also diesen Matthias hier um die Ecke bringen. Und dieses Mal werden wir dann doch wieder auf Erfolgschance gehen. Das ist in meinen Augen das Beste, was man machen kann. Moment. Ich ordne erstmal gerade eben die Leute jetzt hier nochmal rein. Also erstmal gehst du hier rein. Du gehst da rein. 24, du gehst da rein. 21, du hier. Und dann haben wir dich jetzt hier noch mit den Elfen. So. Ihr seht, dadurch kommen wir halt wieder auf die 100% am Ende. Es dauert zwar deutlich länger, aber wir haben überhaupt mal eine Chance. Reichlich Gemeinsames. Das Leben auf dem Raum, auf engem Raum verstärkt oft sowohl im Guten als auch wie im Schlechten. Gebhard und Amalrich haben Glück, dass ihr gemeinsames Interesse an Gott gegenüber sich als Fundament für eine starke Beziehung erwiesen hat. Man sieht die beiden stets häufig gemeinsam im Lager lachen und scherzen und auf der Straße nebeneinander reiten. Ich könnte die Freundschaft ermutigen. Nee, die sollen sich einfach ruhig anfreunden. Ganz im Ernst. Also, ich halte mich da raus. Ich halte mich da einfach raus. Ich habe übrigens leider noch gar keine Geheimnisse oder sowas jetzt hier finden können, was ich sehr, sehr schade finde. Wir müssen aber gucken, dass wir demnächst mal irgendwo was herbekommen, was sowas wie ein Geheimnis ist. Wo wir gerade eben ohnehin hier sind. Höflinge. Also wir könnten die eine oder andere hier tatsächlich sogar jetzt hier rausholen. Was ist mit der? Die ist der Erzeugwart. Von ihm, Experte für offenes Gelände. Aber die ist 33, die ist eigentlich ein bisschen zu alt für uns. Die ist auch 33. Warum sind die alle 33? Egal wo ich hingucke, die sind irgendwie so Mitte 30. Was ist mit der? 23. Ja, das ist doch schon mal besser. Die Jutta. Sie ist aber dummerweise gefühllos. Verführen. Hervorragende Chancen. Vielleicht können wir mit der durchbrennen. Wir sind nicht sehr, sehr wählerisch. Aber wir wollen mal wieder, ihr wisst schon, alle paar Monate muss der Junge. Ansonsten gucken wir mal ganz unten, hier ist sonst niemand mehr. Okay. Schmerz und Pein. Ich höre mich nun öfter solche Geräusche machen, wenn ich mich abends ans Lagerfeuer setze. Die Alten erzählen immer davon, wie sie sich dies eben einstellt, wenn man an Jahren hinzugefindet. Doch ich bin doch erst 22. Nein, das ist die Abnutzung durch ein raues Leben. Ich sehe auch, welchen Tribut es an anderen abverlangt. Gebhard ächzt ein bisschen, als er sich neben mich plumpsen lässt.
Das Leben nimmt uns wohl mit. Wir könnten in ein Gasthaus gehen für Geld. Bekommen wir einen kleinen Gesundheitsbonus. Verlieren Anspannung und jeder bekommt hier noch erholt. Also jeder meiner Leute würde da noch einen Bonus bekommen. Ich mach doch schon den Pavillon. Liebes Spiel. Wir arbeiten doch schon am... Ach nee, wir haben den Pavillon. Was? Verbessert euren Pavillon für einen Rabatt. Ach, dann könnte ich das hier direkt schon auf Stufe 3 hochballern. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich das will. Ganz im Ernst, was ich will, ist ganz, ganz simpel. Also erstmal, wir holen uns diesen Bonus. Und jetzt holen wir uns diesen Gebäudebonus. Ne, wir wollten ja hier... Schön. Mir fehlen genau 5 Gold für diese Nummer. Ja, dann halt nicht. So, der Aufstieg hier würde mir noch mehr Ritter bringen, aber das bringt's mir gerade eben nicht. Ja, dann müssen wir halt nochmal ganz, ganz kurz warten, bis der Job jetzt hier halt erledigt ist, ne? Wir stehen jetzt hier schon bei 68% und ich glaube, wir werden dann hier eine verdammt gute Chance haben, wenn wir dann die 10 Schlüsselchen hier am Start haben. Oder alles geht zum Teufel. Die Existenz meines Komplotts, der Verführung von Jutta ist aufgeflogen. Ach, verflixt. Auch wenn meine Verstrickung dabei noch nicht bekannt ist, sollten wir das mit der Jutta sein lassen. Okay, die erste Bresche hat uns hier erwischt. Ja, schön, Jutta. Dann sind wir halt sehr, sehr frustriert. Der Matthias wird es ausbaden müssen. So, aber wir haben jetzt hier wirklich schon sehr, sehr viele Punkte. Also ich gehe jetzt wirklich auf die 10. Ich könnte es jetzt zwar schon machen, aber wisst ihr, dann hole ich mir jetzt halt dann doch lieber die vollen Punkte, ne? Bevor irgendwas Ungünstiges passiert. Oh! Okay, hier ist wohl eine Epidemie am Laufen und ich habe sie wohl gerade eben überlebt und deswegen ein Achievement bekommen. Also, mach's gut, Matthias. Wir haben es geschafft. Matthias ist tot. Kein Dorn mehr in meinen Augen. Dank den Mächten des Herrn. Der Plan lief wie am Schnürchen. Meine kostbare Viper wartete schon im Bett von Matthias, als er sich zur Nachtruhe begab. Mucksmäuschen still und bereit, bei der ersten Provokation zuzuschlagen. Und dann bewegte sich Matthias. Zum Glück weiß niemand davon, dass ich an dem Verbrechen beteiligt war. Auch wenn es immer Getuschel geben wird. So, wunderbar. Matthias ist tot und wir haben unseren Job erfüllt. Eure Quittung, Fürstbischof Fallen. Was? Der durchlässige Stoff kippt zur Seite und ein schlaffes Büschel Haare von Matthias rutscht heraus. Ihr habt die Anweisung, mir den Kopf zu bringen, ein bisschen zu wörtlich genommen, grunzt Ulrich. War sicher kein angenehmes Gepäck. Aber dennoch gute Arbeit, euer Lohn ist bei den Dienern draußen. Ich verneige mich respektvoll und gehe. Wie haben wir es eigentlich geschafft, den Kopf zu liefern, wenn wir ihn mit einer Viper im Bett getötet haben? Das muss eine ziemlich krasse Viper sein, ich sag's euch. Dass sie einen Kopf liefern konnte. Gemeines Geflüster unter den Reisenden gibt's jetzt auch noch. Ich merke, dass mich Wolfgang mehr als sonst meidet. Er sitzt immer am gegenüberliegenden Ende der Tafel, wenn wir zu einem Festmahl eingeladen sind. Lehnt meine Gesellschaft beim Kampieren durchgängig ab und steht sofort wieder auf. Wir haben vielleicht nicht die beste Beziehung, doch diese Haltung fängt langsam aber sicher an, mich zu ermüden. Vor allem, wenn ich mitbekomme, wie er mich des Öfteren verleumdet. Kurt ist ein wertloser Holzkopf. Ich wäre als Chef viel besser geeignet als er. So, siehst du das? Ich glaube, ich muss mich mal mit ihm ein bisschen befassen. Könnt ihr dafür sorgen, dass Gunzelin ihn bekämpft? Der ist noch ein bisschen besser. Könnte halt dadurch noch Reisenden-Erfahrungen bekommen.
ihn bewährt. Ich kümmere mich selbst drum. Okay, Wolfgang ist gegangen. Ich habe Wolfgang zusammengetreten und er ist weg. Tja, dann ist Wolfgang jetzt halt weg. Ein Maul weniger zu stopfen. Oh, das Wissen meines Hofarztes wurde verbessert. Sehr gut. Gunzelin ist für unseren Proviant zuständig. Das wollte ich sowieso mal überprüfen. Und verriet verlegen, dass sie schon... Schon wieder sind die Vorräte alle am Ende. Ja, wir essen wieder das verschimmelte Zeug. Meine Fresse, wir haben es zurückgeschafft. Okay, jetzt haben wir endlich die Kohle. Und jetzt kann ich endlich hergehen und hier die pikanten Gerüchte uns jetzt hier einbauen. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt gucke ich mal gerade eben nochmal in unsere Aufgabenliste. Also wie gesagt, Karawanenführer ist immer noch der Gunzelin. Wobei hier der Zemach besser wäre. Ja, der wird diese Aufgabe übernehmen. Dann haben wir hier noch Leibwächter. Der Gunzelin ist da schon drin. Handlanger. Nee, dann nehmen wir eher den Gerlach. Ja, Gunzelin wird nicht sehr, sehr begeistert sein. Und dann ja noch Gotthard, der Jäger. So, das sind jetzt deren Aufgaben. Was können wir hier noch machen? Moment. Seuchenwiderstand. Oh Gott, das kostet Geld pro Monat. Monatliche Lebenswandelerfahrung wäre nicht schlecht, aber... Nee, das kann ich nicht machen. Freie Offiziersplätze haben wir gerade eben keine weiteren. Okay, nachdem wir das jetzt hier also geschafft haben, würde ich mal wieder versuchen, einen Blick in die Burg zu gucken. Gehen wir mal dahin. Dieses Mal haben wir den Zemach mit dabei. Wir gehen erstmal wieder in die Taverne. Und in der Taverne geht es wie immer erstmal zum Geschichtenerzähler. Und dann siegte das mit Frauen gefüllte Lager über die Männer, sodass sie wieder miteinander Umgang haben konnten. Ah, spannende Geschichte. Okay. Ich werde einfach mal versuchen, ja, mit ihm jetzt hier zu diskutieren über seine Geschichte. Vielleicht kriege ich ja Kriegsführungserfahrung oder sogar einen Kriegsführungswert. Okay, ich habe exotische Kriegsführungserfahrung bekommen. Für eine kurze Zeit einen Bonus drauf. Hier gehen wir gar nicht erst hin. Die Leute sind immer zu teuer. Wir gehen auf den Markt. Was kann uns der Marktschreier berichten? So. Der Marktschreier möchte hier Verwaltungsleute und Beförderungsaufträge. Nee, das interessiert uns auch nicht. Wir gehen. Wir gehen sogar komplett. Gibt es Aufgaben für uns hier? Ja. Wir könnten mal wieder einen Schatzkammerraub durchführen. Beim Fürstbischof Konrad. Tja, Fürstbischof Konrad, das klingt doch schon mal interessant. Mein Problem ist halt, dass ich einfach überhaupt gar kein Prestige bekomme. Das macht mich gerade eben echt fertig, ey. Um etwas bitten. Um einen Vertrag. Ja, ihr seht, ne, das mit dem Bitten kostet uns halt jedes Mal Prestige. Und das haben wir halt einfach gerade eben nicht. Wir müssen dringend Prestige irgendwo herbekommen. Wo wir gerade eben darüber nachdenken, Dinge zu tun. Ne? Hier oben gibt es Krankheitsprobleme. Also hier, wir gehen mal besser jetzt hier zu Fürstbischof Konrad und erleichtern ihn um seinen Schatz. Das wird eine sehr gefährliche Reise, ey, ich sag's euch. Aber vielleicht finden wir auch irgendwann mal beim nächsten Mal dadurch auch mal ein Gerücht, mit dem wir unser Prestige dann wieder hochsetzen könnten. Wäre ja mal was. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.